Hallo zusammen, ich habe hier einen Tauchkühler. Wie ich dazu komme, stelle ich später. Dieser ist auch zu erwerben. Das komme ich auch dazu. Das ist eigentlich ein Kühlaggregat und das Kältemittel wird hier drin verdampft und somit kann ich kühlen. Ich habe hier einen Kessel mit Wasser. Und wir schalten das Kühlaggregat mal ein. Dieses Kühlaggregat hat eine Leistung von 1463 Watt nominal. Das sagt euch nicht viel aus, aber wenn ich 10 Liter Wasser habe, wir haben jetzt hier 37 Grad. Ist das Wasser warm und in 10 Minuten kann ich diese Menge Wasser um 28 Grad runterkühlen. Wenn ich jetzt 100 Liter habe, kann ich es dann nur um 2,8 Grad runterkühlen in 10 Minuten. Das Gerät hat relativ viel Leistung, wenn ich das dann hier rausnehme, dann schaffe ich die 10 Minuten nicht. Es ist hier nass und man sieht dann auch sehr schnell, wie sich hier Eis ansetzt. Es tropft bald nicht mehr. Wie komme ich zu diesem Aggregat? Das steht jetzt bei uns ein Jahr am Lager. Und keiner weiß, was damit ist. Da stand bei uns vor der Tür mit einer Handynummer drauf, bitte Rückruf, reparieren. Es hat Kältemittel gefehlt, es war eine Undichtigkeit, aber wir haben nur diese Handynummer und sonst nichts. Keine Anschrift, nichts ist da, hat sich auch niemand gemeldet und das steht immer noch bei uns. Und keiner will es. Also wenn ihr Interesse habt an so einem Kühlaggregat zum Wasserkühlen, meldet euch für 200 Franken, steht das bei uns jetzt bei den Gebrauchgeräten, weil wir können damit nichts anfangen. Das Gerät kostet schon wesentlich mehr. Also wenn ihr nur den Kompressor als Ersatz wollt, liegt ihr schon drüber. Ja, ich habe jetzt keine Zeit hier, aber wir haben jetzt bereits eine Temperatur von 38 Grad, sind wir jetzt bereits auf 32 Grad. Es ist natürlich so, dass sich hier jetzt natürlich anfängt, Eis anzusetzen. Ich muss damit wahrscheinlich bei so einem kleinen Gerät noch ein bisschen rühren oder mal rauf und runter gehen, dass ich die Leistung von diesem Wendel hier ans Wasser abgeben kann. Von der Funktion her ist das genau gleich wie ein normales Kühlsystem oder Klimaanlage oder eine Wärmepumpe, ist alles gleiche. Ich verdampfe hier drin das Kältemittel, ich habe hier oben ein Einspritzventil, ich saug das und gebe hier an diesem Wärmetauscher die Wärme wieder ab. Das Wasser wird also nicht kühler, das wird nur weniger warm, weil ich Wärme aus diesem Wasser rausziehe und hier an diesem Wärmetauscher abgebe. Wir schauen das nochmals von der Seite an. Da ist also alles dran, was man braucht. Wärmetauscher, Filter, Druck, Sicherheitsschalter, Kompressor, Thermostat hat es nicht. Das wurde wahrscheinlich, so wie ich vermute, einfach in den Behälter reingestellt. Punkt. Und es musste so kühlen. Es steht bei uns rum, wir wissen nicht, was wir machen sollen mit dem Teil. Entweder wegschmeißen oder derjenige meldet sich jetzt dann darauf. Es steht über ein Jahr bei uns, wir haben keine Anschrift. Die Zeit könnt ihr auch im Video abschauen. Wir haben jetzt 26,7 Grad, das kühlt immer noch, wenn ich hier ein bisschen rühre. Geht es ein bisschen runter, 25,9 Grad,
Also zum irgendwie Wasser runterzukühlen, dass ich damit irgendwas machen kann. Keine Ahnung, für was das Gerät gebaut wurde. Irgendwie Lebensmittel runterzukühlen. Dann muss ich aber sagen, es ist hier direkt eine Kupferspindel, sonst müsste es zum Beispiel Chromstahl sein. Also nicht ganz Lebensmittel echt, aber zum Wasserkühlen und in diesem Wasser dann irgendwas zu kühlen, das wäre sicher kein Problem. Ich habe gesagt, etwa 20 Grad, 28 Grad pro 10 Minuten runterkühlen. Ja, wir sind bei 24 Grad, also die Temperatur sinkt hier gewaltig. Mal schauen, ob man das hier sehen kann. Wenn ich hier dann noch mal ein bisschen bewege, dann verteilt sich das Wasser noch ein bisschen besser. 23,4. Eben das Gerät ist bei uns, bei den Gebrauchgeräten am Lager, für 200 Franken kann das Teil erworben werden. Tauchkühler mit 1400 Watt Kälteleistung. Ja, das soll es gewesen sein und ich wünsche euch einen schönen Tag.